Herzlichen Dank. Als das Allerweltshaus vor 1987 gegründet wurde, war Ideengeber der heutigen Menschenrechtsfestivals Adnan Keskin in einem Militärgefängnis in der Türkei. Wir sind im selben Zeitraum politisiert und im selben Zeitraum gefangen genommen worden. Es gelang ihm, aus verschiedenen Gefängnissen zu entkommen. Als wir wieder in Köln zusammenkamen, waren 15 Jahre vergangen. In Köln wurde Adnan Mitgründer der türkischen Menschenrechtsverein TÜDAY und eine Radiosendung mit dem Titel Don Quixote, das Radio der Träume und der Wahrheit. Adnan kämpfte gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, solidarisierte sich mit den Menschen ohne Papiere in Deutschland und beschäftigte sich mit den überdimensionalen Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts. Im Allerweltshaus entwickelte Adnan mit anderen das Menschenrechtsprojekt Erinnern und Handeln für die Menschenrechte. Wenn wir nun ein Menschenrechtsfestival in Köln haben, das wir heute zum 6. Mal zusammen feiern, verdanken wir das auch ihm. Adnan größter Wunsch, zurückzukehren in seine Heimat, blieb unerfüllt. Am 3. Januar 2014 hörte sein Herz auf zu schlagen. Er hinterließ uns seine spannende Lebensgeschichte in seinem autobiografischen Roman Unbedingt Blau, das hier erwerbbar ist. Gemeinsam mit seiner Frau Neşe war Adnan mein Fluchthelfer. Er ermöglichte mir im Herbst 1991 aus dem Land zu flüchten, in dem ich bis heutigem Tag verfolgt wurde. In Köln begrüßten mich zwei verschiedene Deutschlands. In dem einen Deutschland, Hoyerswerda steht dafür, machten Neonazis Jagd auf Flüchtlinge und verletzten die in Kasernen lebenden Menschen zum Teil schwer. Die Bevölkerung schaute zu, klatschte. In Mölln und Solingen ermordeten Neonazis heimtückisch Frauen und Kinder der Familie Gentsch und Familie Arslan. Bundeskanzler Helmut Kohl weigerte sich an der Trauerfeier teilzunehmen und diffamierte die Trauer mit dem unmenschlichen Wort Beileidtourismus. Das Grundrecht auf Asyl wurde zerschlagen, nicht von der Rechtsradikalen, sondern von der CSU, CDU, SPD und FDP. Die Täter hinter den Tätern waren Politiker, die gehetzt haben, schrieb Heribert Brandt in der Süddeutschen Zeitung. In der AfD wird heute unentwegt so agiert wie damals vor 25 Jahren, in den Parteien geredet wurde, die heute mit der AfD gestraft sind. Der Weg für diese AfD wurde damals präpariert. Damals wurde von CSU, CDU, SPD und FDP die Stimmung geschaffen, von der heute die AfD lebt. Das andere Deutschland, das mich begrüßte, ist geprägt von Lebendigkeit und Wandel, besonders auch deshalb, weil es seine historische Gewaltgeschichte aufarbeitet. Mit diesen Erinnerungslandschaften in Deutschland konnte ich mich sehr gut identifizieren. Und gerade weil mir bewusst war, dass man Vernichtungsfantasien aus den Köpfen nicht tilgen kann, erstaunten mich nicht die Morde der NSU-Neonazis nicht wörtlich. Wie in der Vergangenheit wird es in der Zukunft Menschen geben, die sich als Vernichtungspropheten betrachten. Schockierend war, dass die von mir so geschätzte Erinnerungskultur Deutschlands plötzlich wie ausgelöscht war. Kein Blick auf die Voraussetzungen dieses Terrors,
keine Bereitschaft, Verbindung zu sehen, Blindheit, Verweigerung, Projektion. Die Opfer des rechten Terrors und ihre Angehörige sind wieder einmal vom Staat und von der Zivilgesellschaft im Stich gelassen worden. Die Morde und Schmerzen des NSU-Terrors können wir nicht ungeschehen machen. Gemeinsam aber können wir uns für eine lebendige und staatskritische Erinnerungskultur stark machen. Viele von euch sind erheblich jünger als ich. Und ich denke, dass jede Generation ihre Art finden muss, an die Geschichte von Terror und Menschenrechtsverbrechen zu erinnern. Aber ich denke, wir Alten und Jungen, die sich hier versammeln, sind uns einig darin, dass wir Gewalt von dem Staat ausgeht, nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Nach 5 Jahren nach meiner Ankunft in Deutschland habe ich durch die Mitgründerin Sophie Hennis das Allerweltshaus kennengelernt. Im Jahr 1938 starteten viele Menschen, unter anderem Adnan Keskin und ich, die Initiative Kein Mensch ist illegal. Wir wagten eine Bleiberechtskampagne für die kurdischen Flüchtlinge und gegen die Illegalisierung von Geflüchteten und nannten diese Kampagne Wanderkirchenasyl. Dieses Wanderkirchenasyl, das zumindest 450 illegalisierten Menschen zu einem legalen Aufenthalt in Deutschland verhalf, kann 20 Jahre später als Vorbild für eine Solidaritätsstadt dienen, an der viele hier schon arbeiten. Bei Kampf um eine solidarische Zukunft, bei der Beurteilung der aktuellen Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlinge im Mittelmeer, kann uns der Blick in die Geschichte wachrütteln und stärken. Am 24. Februar 1942 wurde das Flüchtlingsschiff Stürmer im Schwarzen Meer versenkt. Im Dezember 1941 hatte das Schiff die Stadt Constanța in Rumänien verlassen und die Besetzung Europas war im vollen Gange. An Bord des Schiffes, das unter panamaischer Flagge fuhr, befanden sich 791 jüdische Flüchtlinge. Kurz vor Istanbul versagten die Maschinen des Schiffes und es musste von Schleppern in den Hafen gezogen werden. Doch was im ersten Augenblick nach Rettung aussah und uns an die Situation der häufig maroden Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer erinnert, entpuppte sich als Falle. Oder nennen wir es beim Wort, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Großbritannien weigerte sich, die Stürmer nach Palästina zu lassen. Rumänien wollte die Flüchtlinge auch nicht zurückhaben. Die USA hielten sich ganz heraus. Die Türkei, damals noch neutral, wollte es sich mit keinem verderben und verweigerte ebenfalls Landgang. Wir galten ja nicht als Menschen, sagte Steuler, der einzige Überlebende. Warum sollte man uns also helfen? Schließlich handelte die Türkei auf eigene Faust. Polizisten stürmten die Stürmer, senkten die AK-Kette ab, schleppten das Schiff aus Schwarzes Meer zurück, überließen es seinem Schicksal. Es war 3 oder 4 Uhr, erinnerte sich Steuler Jahre später. Ich flog durch die Luft und landete im Wasser. Als ich wieder auftauchte, war das Schiff weg. Was wir heute wissen, wussten die Menschen an Bord damals nicht. Ein sowjetisches U-Boot hatte am 24.02.1942 einen Torpedo auf sie abgefeuert. Hintergrund war ein Geheimbefehl Stalins, alle neutralen Schiffe, die das Schwarze Meer befuhren, zu versenken. Weil wir vergesslich sind, vergessen wir, dass aber tausende Geflüchteten während des Zweiten Weltkrieges auf der Flucht ums Leben kamen.
weil sie nicht als Menschen galten. Die Entwicklungen in Deutschland und Europa sind beunruhigend. Es ist unerträglich, dass der italienische Innenminister von der rechtsextremen Lega die Hilfsorganisationen Wiesenschlepper nennt. Salvini behauptet, die Bootflüchtlinge befänden sich auf einer Kreuzfahrt und wenn sie in hohe Wellen gerieten, sei das halt ihr Problem. Ins gleiche Horn bläst der Innenminister Seehofer, wenn er Asyltourismus labert und damit die Menschen auf der Flucht und ihre Unterstützerinnen nicht nur diffamiert, sondern jede Hilfe verweigert. Wir alle, die heute am Menschenrechtsfestival teilnehmen, müssen aufmerksam sein. Gleichgültig, ob Menschenfeindlichkeit und Rassismus im liberalen, rechtspopulistischen oder offen rassistischen Gewand uns begegnet. Wir müssen diese geschichtsträchtige neue Gefahr widersprechen und uns mit dem Roma und Sinti, den Minderheiten und Geflüchteten verbünden, die nicht nur in ihren Herkunftsländern, sondern auch von Europa und in Europa gejagt und außer Landes getrieben werden. Das ist möglich und einen beachtlichen Beitrag leistet seit nunmehr 30 Jahren auch das Allerweltshaus für mehr Solidarität, Verständnis und Miteinander, unter anderem mit dem heutigen Fest. Meinen herzlichen Glückwunsch an alle, die den Ort zu dem machen, was er ist. Ein Zuflucht und Begegnungsort, ein Ort der Solidarität, ein Ort zum Lachen und Weinen und für viele ein kleines Zuhause. Mach weiter so und der Getreue eurem Motto soll gelten. Jetzt erst recht. Unsere Solidarität ist unteilbar. Denn Migration und das Begehren nach einem guten Leben sind global, grenzlos und universell. Vielen Dank.